Ja, hoppala. Wie bin ich denn hier wieder in die Schule geraten? Bin auch schon lange fertig damit. Und damit einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP, hier im Verwandlungsunterricht. Ja, zumindest war das hier mal ein Verwandlungsunterricht zu... Ach du heilige... Entschuldigung, Leute. Zumindest war das hier mal ein Verwandlungsunterrichtsklassenzimmer. Aber ich bin aktuell wirklich mit dem Gedanken am Spielen, ob das hier wirklich so bleiben kann, soll, weil, naja, sind wir mal ehrlich, Leute, dieser Raum hier ist ein bisschen mickrig, wenn man sich andere Klassenräume anschaut, die wir jetzt in der Vergangenheit gebaut haben. Insbesondere der Verwandlungsklassenraum von Minerva McGonagall da hinten in der Ecke. Man sieht sogar durch Sandstone ungefähr. Und... ja, leer, wie man es erwarten würde. Genau, und ja, von daher bin ich wirklich am Überlegen, ob wir diesen ganzen Klassenraum hier einmal dem Erdboden gleich machen. Und ihr ahnt es schon, Leute, das werden wir auch machen, denn dieser Klassenraum wird vielleicht erstmal weg, also er kommt erstmal weg, um ihn dann vielleicht später wieder neu zu bauen. Also falls ich den doch dann wieder haben will, nur in anderer Form. Aber was auf jeden Fall passiert, wir werden diese Stühle ersetzen, Leute. Ganz im Ernst, die sind so hässlich. Wir haben ja in den letzten, keine Ahnung, in den letzten Aufgaben, wo wir mit der Deko-Mod gearbeitet haben, da haben wir ja nie mehr diese Stühle genommen, sondern die von der anderen Mod, von der NPC-Mod, die ja auch viel realistischer und viel besser aussehen. Und ganz ehrlich, mich kriegen keine 10 Pferde mehr dazu, irgendwelche Stühle in dieser Richtung hier zu nutzen, weil die einfach komplett hässlich sind, Leute. Das geht wirklich gar nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Und vor allem sind sie wohl auch ressourcenfressender, habe ich mal irgendwo gehört. Ich glaube vom Serverteam oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das mal gehört und die anderen Schüler sollen da auch besser sein. Und ja, Leute, damit wir da jetzt mal ein bisschen hier vorwärts kommen und damit dieser komische Klassenraum, der dem aktuellen Maßstab, den ich selber an mich setze und ihr wahrscheinlich auch mittlerweile an Let's Build Hogwarts, nicht mehr hier im Weg steht, bauen wir den mal eben gerade in Schnelldurchlauf ab. Und in dieser kurzen Zeit werde ich euch mal eben auch das Thema vorstellen der heutigen Folge. Denn es gab ein paar sehr brisante und interessante Infos in der Welt der Wizarding World. In der Welt der Wizarding World, das ist ein paradoxer Satz, egal. Und zwar wurde nämlich zuletzt von Warner Bros. Seite in einem Interview bekannt gegeben, dass momentan neben diesem Quidditch-Spiel, was uns hier erwarten wird, Quidditch, Champions hieß das, glaube ich. Ja, stehe ich wieder ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist wieder der Nachteil von LBH. Ich bereite mich nicht vor. Also ihr wisst, welches Spiel ich damit meine. Und das hier ist immer noch so weird, Leute. Ich hoffe, dass ich das jetzt... Ist das hier wegen der Wand oder so? Kann ich hier irgendwie den Boden abbauen und dann geht das weg? Hallo? Nö. Leute, das ist eine ganz weirde Zauberkiste. Die ist irgendwie ganz komisch veranlagt hier. Nö, die muss erstmal bleiben. Keine Ahnung. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, weil es wäre sonst echt nervig, wenn die dafür immer bleiben würde. Aber ich denke mal, da findet das Serverteam bestimmt eine Lösung für. Genau, also, dieses Quidditch-Spiel ist ja aktuell in der Mache. Ich war auch einer der glücklichen Beta-Tester. Das heißt, ich habe das Spiel in seiner ersten Version schon gespielt. Darf euch da aber logischerweise nichts, gar nichts, nicht mal einen einzigen Satz zu sagen, weil ich mich sonst in Gefahr begebe, den Vertrag zu brechen, den ich unterschrieben habe. Und da will ich kein Risiko eingehen, weil ich glaube, gerade bei solchen Themen verstehen die halt echt keinen Spaß. Und ich will euch ja auch nicht irgendwie... Ja, also ich würde nicht spoilern, aber ich würde schon gerne sagen, wie ich es hand oder was so, was ich so darüber denke. Aber nein, Leute, das machen wir nicht. Ich bleib da fair und auf jeden Fall regelkonform. Aber ja, wie gesagt, in diesem Interview hat Warner Bros. Bekannt gegeben, dass aktuell nicht nur an diesem Quidditch-Spiel gearbeitet wird, sondern noch an sehr vielen anderen Harry Potter-Games. Und ja, die Frage steht natürlich ganz groß im Raum, was für Spiele könnten das sein? Und ich möchte gerne mal die heutige Folge dafür nutzen, mal so ein bisschen mit euch darüber zu fachsimpeln und ein bisschen so in Gedanken zu schwelgen, welche Spiele da eventuell in der Mache sind und warum diese Spiele wahrscheinlich in der Mache sind, was da wahrscheinlich wäre, was eher unwahrscheinlich wäre
Und ja, generell natürlich auch ein paar Wünsche und Träume in diese Richtung, die darf man ja immer gerne haben. Ob sie da am Ende umgesetzt werden, ist natürlich die andere Frage. Aber dazu lade ich euch natürlich auch gerne ein. Jetzt nicht in Live-Form, weil das hier ist eine Folge, aber ihr könnt gerne eure Meinungen zu diesem ganzen Thema mir unten in die Kommentare schreiben, weil ich es auch sehr spannend fände, welche Spiele ihr da so erwarten würdet, vor allem welche ihr euch wünschen würdet. Und genau, deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann kann ich da gerne auch nochmal so in separater Form darauf eingehen. Vielleicht nochmal in einer extra Folge. Müssten wir mal gucken. Genau, so, aber jetzt erstmal packen wir den ganzen Stuff weg, den ich jetzt eingesammelt habe. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, wunderbar. Damit ist dieser ominöse Klassenraum jetzt auch erstmal soweit, Vergangenheit. Jetzt müssten wir halt wirklich mal gucken, kann man aus diesem Raum noch irgendwas Sinnvolles deichseln? Ja, hier wären wir jetzt in dem Bereich. Ich weiß es nicht. Da müssen wir echt mal gucken. Aber ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn ich den Klassenraum jetzt hier einmal entfernt habe. Weil dann haben wir da oben auch die Platzmöglichkeiten, die wir eventuell noch in Zukunft brauchen werden. Weil ich kann mir schon vorstellen, durch diese ganzen neuen Raumstrukturierungen, die wir hier gerade vornehmen, dass wir da durchaus da hin und wieder ein paar Probleme bekommen, was die räumliche Aufteilung anbelangt. Aber ja, ich beginne jetzt erstmal damit, dass wir den Boden hier rausbauen, weil wir haben uns ja schon entschieden, beziehungsweise eine Vorlage von der Person, die ich letzte Woche genannt habe, es tut mir leid, aber sie weiß ja Bescheid, sie hatte mir auf Twitter auch nochmal ihre Idee geschickt. Sie hatte ja die Idee, dass wir hier ein Treppenhaus reinbauen und da möchte ich mich gerne auch dran beteiligen, ich finde die Idee mega geil. Aber damit wir das gut bauen können und damit da auch, ja, das alles ein bisschen einfacher wird, nehme ich jetzt erstmal hier den Boden raus, damit wir eine bessere Grundvoraussetzung dafür haben. Genau. So, welche Spiele könnten denn da jetzt in der Mache sein? Ich habe tatsächlich mehrere Ideen. Und eine Idee davon, die habe ich sogar mal in einem extra Video ja angesprochen, weil es gab ja mal einen Leak zu einem neuen Lego Harry Potter Spiel. Und ja, da muss ich aber sagen, ich glaube nicht, dass das jetzt mit diesen Spielen gemeint war, die in diesem Interview genannt wurden, weil das stammt ja ursprünglich, soweit ich beraten bin, nicht von Portkey Games, sondern von TNT Games, oder? Also, oder? TT Games? TT Games heißt das, glaube ich. Die machen ja immer speziell diese Lego-Spiele aus den verschiedenen Franchises und die haben ja mit Portkey Games so gar nichts am Hut. Aber trotzdem glaube ich, dass uns da vielleicht nochmal was erwarten könnte, weil bei Star Wars gab es in der Vergangenheit auch noch einige Erweiterungen und Lego Harry Potter ist die zweitgrößte Marke, soweit ich weiß, von Lego selber, also das zweitgrößte Franchise dazu. Und ja, von daher ist eigentlich relativ naheliegend, dass gerade wenn die Serie rauskommt, die ja bald ansteht, bald im Sinne von in ein, zwei Jahren, eher in zwei, dass sie wahrscheinlich diesen Hype nutzen werden und dann nochmal ein neues Lego Harry Potter Game rausballern. Da bin ich mir fast sicher. Mal abwarten, ob ich da recht behalte. Aber messt mich an meinen Vorhersagen, Leute. Schreibt es euch gerne auf und erinnert mich dann nochmal in zwei Jahren dran. Genau. Was ich aber für sehr viel wahrscheinlicher halten würde und wo auch Portkey Games wahrscheinlich direkt involviert wäre, wären Remakes der Harry Potter Spiele. Und das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Warum halte ich das für sehr, sehr wahrscheinlich? Ganz einfach, Leute. Wir wissen, dass, dass jetzt im, dass eben die neue Harry Potter, sorry, ich stand gerade auf dem Schlauch, dass die neue Harry Potter Serie ansteht. Und die ist ja wie so eine Art, ja, Remake kann man, glaube ich, nicht direkt sagen. Es ist ja ein Reboot oder nennt es, wie ihr wollt. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Von den Harry Potter Filmen. Also die gleiche Geschichte, nur als Serienformat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die gegebene Geschichte, die eh schon existiert und hier auch eigentlich schon Harry Potter Spiele besitzt, dann natürlich auch neue Spiele bekommt. Also, dass nicht nur die Filme quasi in neuer Fassung veröffentlicht werden, sondern dass eben auch die Spiele dann eine neue Fassung bekommen. Und das wäre auch eigentlich nicht so ganz abwegig, weil wir dürfen nicht vergessen, die ersten Spiele kamen vor fast, oder nee, vor über 20 Jahren raus. Also die ersten Spiele sind über 20 Jahre alt. Das ist eine enorme Zeit und ja, deswegen denke ich schon,
dass es auch gar nicht so unwahrscheinlich wäre oder unrealistisch wäre, wenn die Macher oder wenn die Leute hinter Portkey Games jetzt eben auf die Idee kommen, yo, lass mal die Harry Potter Spiele mit einem Remake versehen. Und ich könnte mir das auch interessant vorstellen. Da hätte ich sogar ein bisschen mehr Motivation zu, als was die Serie anbelangt. Weil, naja, klar, ich liebe auch die alten Harry Potter Games und die Nostalgie ist da natürlich auch sehr groß. Aber es ist nicht so schlimm, finde ich, ein Remake der Games zu machen, als ein, in Anführungszeichen, Remake der Filme. Und deswegen würde ich bei den Games, glaube ich, nicht ganz so kritisch davor gehen und wäre nicht so vorbelastet, was das anbelangt. Und sehr viel offener auch für das Thema, wäre ich definitiv auch. Ja, genau. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade eine Neuauflage davon bestimmt einen sehr, sehr cool, ein sehr cooler Reiz wäre, das einfach nochmal so zu erleben mit besserer Grafik, mit besseren Spielmethoden. Und ja, ich bin mir auch sicher, dass es mehr sein wird als einfach nur ein Jump'n'Run oder so, sondern dass da wirklich, ja, das Spiel wie im Film ist. Also, dass man wirklich, also, die ganzen Aspekte des Films oder der Serie in dem Fall in diesem Spiel wiederfindet und das in der genau gleichen Form und nicht, dass man zu Ollivander erstmal geht und 2 Stunden Jump'n'Run macht, sondern dass dann, ne, also, dass es halt richtig abläuft, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann nicht mit irgendwelchen komischen Game-Möglichkeiten, also, ne, sondern eben so wie im Film auf die ein oder andere Art und Weise. Falls ihr gerade versteht, was ich meine, ich verstehe es selber nicht, aber ihr versteht es bestimmt. Salam Kera Ahoy, wunderbar. Ja, das wäre definitiv eine Idee, die ich da hätte und wo ich mich auch sehr darüber freuen würde. Die andere Idee, die werde ich euch gleich mitteilen, aber ihr wisst, ich bin nicht so gut multitaskingfähig, deswegen wir machen mal eben hier gerade ganz kurz auch das hier alles sauber. Wir machen jetzt mal den ganzen Raum hier ein bisschen klarer, Leute. Eine Axt wäre auch gar nicht so verkehrt, ne? Weil dann könnte ich diese blöden Bücherregale ein bisschen schneller abbauen. Und wartet mal eben. Ich gehe mal kurz in den Game Mode 1, weil ich will die gelbe Wolle hier abbauen. Die ist jetzt eh nicht von Belangen. Hier kommt eh gerade niemand hin und von daher stört die nur. Aber ich muss ja ungefähr wissen, wie der ganze Raum aufgebaut ist. Und deswegen tue ich die mal eben im Game Mode weg, weil wir die ja auch im Game Mode gebaut haben. So, genau. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir mit diesen Säulen hier machen. Ob die bleiben oder ob die auch weg können. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade noch nicht so ganz genau. So, Game Mode 0 ist wieder drin. Ja, da habe ich die Säule ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Naja, egal. Lassen wir jetzt erstmal. So, genau. Also, liebe Freunde. Gefällt mir das denn soweit? Puh, also, man müsste auf, ich würde, ha, oder? Ich bin gerade am überlegen, Leute, wie wir das alles hier am besten verkleiden. Achso, und ich wollte nochmal nach einer Axt in meinen Kisten gucken, ob ich da eventuell, oh, hier, Diamanten habe ich auf jeden Fall, habe ich auch, ja, Holz hätte ich auch. Na komm, dann machen wir eben schnell eine, bevor ich hier 3 Stunden suche. So, 3 Diamanten, wunderbar. Zack, zack, zack. So, einmal rein da und eine Axt, dann geht die ganze Sache auch schon viel schneller fertig. So, genau, was wir auf jeden Fall erwarten dürfen, was genauso für mich wahrscheinlich ist, oder nein, eigentlich noch wahrscheinlicher als Remakes der Harry Potter Games, wäre Hogwarts Legacy 2, in welcher Form auch immer. Da hatte ich auch schon drüber geredet, da will ich jetzt deswegen auch nicht so viel Zeit investieren, weil das Thema hatten wir schon mehrfach hier in Let's Build Hogwarts und generell auf meinem Kanal angesprochen. Und ich glaube, das braucht jetzt nicht nochmal eine zusätzliche Erklärung, was ich mir da verspreche oder was ich glaube, denn das sollte jetzt mittlerweile, ja, bekannt sein. Aber dass da irgendwas in die Richtung kommt, das können wir wirklich als Fakt abstempeln. Also, oder ja, gut, Fakt sollte man mal vorsichtig sein, weil Fakt ist 100%, 100% kann sich niemand sicher sein, aber zu 99%, sagen wir 99%, Leute, das ist schon sehr viel wahrscheinlicher. Und ja, da will ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter drüber spekulieren, weil das habe ich auch schon in mehreren Videos gemacht, wie das aussehen könnte, hier bezogen auf andere Zauberschulen oder dass die Geschichte weitergeführt wird und so. Da schaut euch gerne nochmal andere Videos auf meinem Kanal an. Wir gehen ja heute speziell auf die verschiedenen Ideen ein, was da eben für Spiele noch auf uns zukommen könnten. Genau, also, das wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass andere geschichtliche Bereiche, sage ich mal, der Wizarding World in Gameform kommen könnten. Eventuell sogar die Dinge, die wir uns alle als Serien- oder Filmformat wünschen würden. Ja, das wäre natürlich der Hit schlechthin, wenn das kommen würde.
Auch wenn es natürlich aktuell, ja, schwierig vorzustellen ist, wann das oder wie das passieren soll. Weil, naja, also, warte, ich muss mal gerade ganz kurz was gucken, Leute. Ich bin hier gerade wegen dem Fenster verwirrt, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt. Also man könnte sich vorstellen, dass vielleicht die Gründung von Hogwarts als Spiel thematisiert wird. Oder die Rumtreiberzeit oder, ne, sowas in die Richtung. Aber, ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Das ist auch eher unwahrscheinlich. Aber man könnte vielleicht vermuten, dass sie die Games so als Test nutzen, um zu schauen, wie beliebt die ganze Story ist. Aber ich glaube nicht, dass sie dieses Vorgehen generell in irgendeiner Form nutzen, weil, ja, also ich weiß nicht, Leute, das kommt mir ein bisschen schwammig vor, dass sie hergehen würden und, keine Ahnung, sag ich mal, ach so, Mist, das ist abgegrenzt, dass sie hergehen würden und sagen, yo, wir nehmen jetzt ein Spiel, um zu testen, ob irgendwas praktikabel oder umsetzbar oder ankommen würde oder wie auch immer. Ja, deswegen, also da bin ich noch nicht so ganz sicher. So, Leute, kurze Intervention. Ja, Leute, Dagi haut wieder Fachwörter raus. Es ist wieder soweit. Ich muss nämlich mal gerade ganz kurz gucken, denn ich würde ja gerne in diesem Gang mehrere Wände etwas dicker bauen, wie ihr schon gemerkt habt. Das ist so ein eine schrittweise Aktualisierung unseres Hogwarts-Schlosses von innen, weil wir aktuell in sehr vielen Aufgaben hergehen und die Wände einfach dicker bauen. Ja, guckt mal hier. Das wäre nämlich dieser Raum, der ja auch ehrlich gesagt nicht unbedingt eine Daseinsberechtigung hat. Also der braucht niemand, den Raum. Also den braucht wirklich niemand. Und hier, ja, hier könnten wir auf jeden Fall noch eine nach innen gehen. Dann hätten wir da auch die Möglichkeit. Boah, Leute, ich glaube, ich mache das. Ich werde jetzt hier die Wand einfach ein bisschen dicker bauen. Ob wir dann das Tor hier nochmal ein bisschen versetzen? Nee, eigentlich nicht. Das soll ja parallel zu dem Tor hier sein. Und ich habe keinen Bock, die ganze Brücke hier nochmal zu überarbeiten, to be honest. Also das lassen wir mal ganz geschwind. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn, ja, wenn das hier ein bisschen, ne? Also wenn die Mauer dann bis hier geht und dann ist halt hier noch ein Stein. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Also, oder? Was meint ihr? Genau, dann machen wir die Wand hier erstmal einen dick und dann, ja, gucken wir, wie es weitergeht. So, ja, also, das wäre jetzt erstmal noch eine Idee, dass halt verschiedene Harry Potter Stories, die vielleicht schon aus dem Kanon bekannt sind, dass die als Spiel rausgebracht werden. Und ja, Quidditch habe ich mir eigentlich auch schon die ganze Zeit gedacht, dass das irgendwann nochmal ein Remake erfahren wird, weil, ja, der ganze Quidditch-Sport ist ja sehr beliebt und da nochmal ein vernünftiges Spiel zu droppen mit richtig guten Funktionen und mit besserem Spielfluss, als es damals bei dem anderen Game der Fall war, wobei das eigentlich auch schon ganz nice war, aber ja, das war absehbar. Und ich finde, das gibt aber auch einen guten Einblick darüber, dass, ja, sie definitiv gar nicht so schlecht auf Remakes zu sprechen sind. Auch wenn das natürlich nicht ein direktes Remake ist, es ist halt einfach auch Quidditch und nicht auch die Quidditch World Championship, ne, also das muss man auch nochmal klar differenzieren. Aber ich finde, das gibt trotzdem einen guten Einblick darüber, dass sie jetzt nicht das Rad neu erfinden wollen, aber dass sie neue Aspekte einbringen wollen und die Zukunft nutzen wollen. Die Zukunft der Game-Industrie mit neuer Technik, neuen Möglichkeiten und ja, das wird man auch bei Quidditch, denke ich mal, sehen. Genau. So, ja, das wären so erstmal meine größten und, ja, wahrscheinlichsten Ideen für die Spiele, die da noch kommen könnten. Wenn ihr ein Ranking von mir haben wollt, also am wahrscheinlichsten auf jeden Fall Hogwarts Legacy 2 oder Beauxbatons Legacy oder Durmstrang Legacy, also der Name, den möchte ich nicht festnageln, aber dass irgendwas in die Richtung kommt, das nagel ich dann schon gerne fest. Und jetzt haben wir hier wieder ein Problem mit den Fenstern, aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich lasse die. Oder wir bauen die irgendwann weg, weil ich mag es eigentlich gar nicht, wenn ein Fenster hier so direkt an der Seite angrenzt. Das habe ich jetzt nicht gecheckt, dass dem so ist. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. So. Genau, damit. Das sind die. Okay, alles klar. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Wand ein bisschen. Ja, also haben wir jetzt hier eine zwei Steine dicke Wand. Dadurch können wir hier auch ein bisschen Wandprofil reinballern. So. Genau. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber nur damit wir uns das hier schon mal merken. So, und hier müsste dann ja theoretisch auch eine zwei Steine dicke Wand rein. Was Godric Gryffindor macht, weiß auch kein Mensch. So, das heißt, wir machen die Wand hier auch mal eben ein bisschen dicker. So. Sehr schön. Und dann gucken wir mal,
wie wir das jetzt alles hier machen, weil der Gang selber ist ja auch nicht besonders groß, den wir hier gebaut haben, also der jetzt dahinter liegt. Aber ich bin sehr froh, dass wir hier diesen Raum haben, weil der wird uns ermöglichen, die Wände dicker zu bauen, ohne dass wir mit anderen Räumen groß in Konflikt kommen, weil ganz ehrlich, dieser Raum hier hat wirklich absolut keine Daseinsberechtigung. Der kann auch komplett weichen, wenn dafür die Wände dann schöner aussehen. Weil, was will man hier mit so einer kleinen Abstellkammer? So gar nichts, ne? Das ist ja... Das ist ja... Quatsch, Quatschi. So, genau, jetzt sind die Wände hier auch zwei Steine dick. Da sind die Wände auch, zwei Steine dick. Ja, sind sie, genau. Ja, jetzt müsste man nur gucken. Moment. Müsste man den Gang, der ist nämlich ja eigentlich... Ach so, wir müssen ja auch die Treppe dann einversetzen. Stimmt, warte mal, die ganze Wand hier muss ja nach innen ein abgebaut werden. Weil die Treppe ja auch versetzt werden, oder? Ich glaube, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, Leute. Auf jeden Fall muss das hier abgebaut werden. Weil ich würde gerne den Gang... Ist die Frage, ob wir den 4 Steine breit bauen oder doch 5 Steine? Wobei, ich glaube, 4 reicht eigentlich auch. Aber wieso ist er denn hier schon 4 Steine? Wenn wir hier eine Wandstärke dran gesetzt haben. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, aber das müssen wir dann irgendwie später rausfinden. Ach so, anscheinend war der von Natur aus hier schon breiter, als er es hier war. Ah, das kommt uns natürlich mega zugute, weil dann müssen wir hier gar nichts mehr machen. Wir müssen einfach nur hier oben die Decke ein bisschen verändern, weil jetzt gerade sitzt das hier nicht mittig, ne? Das müssen wir auf jeden Fall mal regeln. Hier ist es auch wieder 4 Steine. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Und da geht es ja auch weiter in andere Räume. Wo geht's hier nochmal lang? Das müssen wir auch mal eben kurz gucken. Ach so, Nee, da können wir nicht weiter rein. Da geht's in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und in die Toiletten und in die anderen Räume da. Genau. Ja, hier müssen wir eventuell mal gucken. Aber hier sind es auch, glaube ich, 2 Steine. Oder auch nur einen Stein. Alles klar. Da müssen wir aber definitiv Fenster reinbauen, Leute. Also so eine Einladung, Fenster reinzuknallen, die dürfen wir nicht ausschlagen. Ja, da müssen wir definitiv aber hier, ich sag sehr viel definitiv, Leute, ich weiß. So, dann müssen wir die Wand hier aber auf jeden Fall auch nochmal etwas dicker bauen. So, gehen ganz langsam die Steine hier über den Jordan. So, zack, 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 zack und zack. So, wunderbar, Leute. Also, wir kommen schrittweise nach vorne, aber so richtige Baufortschritte erkennt man nur dezent. Was sehr viel halt damit zu tun hat, dass wir hier viel überlegen müssen und aktuell ja so ein bisschen planen müssen, wie wir hier vorgehen. Das macht die Sache so ein bisschen tricky. Aber ja, wir werden da eine Lösung finden. Und mir fällt gerade auf, eine Lösung wäre zum Beispiel, die Treppe hier einen schmaler zu bauen, weil die ist auch 5 Steine breit, aber es soll ja nur 4 Steine breit werden hier alles. Das heißt, wir könnten die Wand hier einmal komplett rausnehmen und hier alles schon direkt mit, ja, Steinziegeln füllen. Damit hätten wir die Wand schon direkt 2 Steine breit und damit wäre... Oh, Leute, ja, spielt doch ein bisschen mehr in die Karten, als ich dachte. Nice. Gut, dann machen wir das mal gerade ganz kurz. Ja, Zeit in der Folge haben wir ja noch. Und ihr nutzt die letzten Minuten der Folgen einfach mal, um in den Kommentarbereich zu switchen. Also Leute, einmal runterscrollen, kurz in die Kommentare gucken, was andere geschrieben haben. Gerne eure Meinungen dazu dalassen. Und gerne eure mal reindroppen. Droppt rein, welche Spiele haltet ihr für am wahrscheinlichsten. Und vergesst nicht, mir ein paar Argumente für eure Theorien dazulassen. Weil sowas ist immer am allerspannendsten, wenn man dann eben noch ein paar Meinungen hat, warum eben manche Spiele für wahrscheinlich gehalten werden und manche vielleicht nicht. Das ist auf jeden Fall noch spannender, als wenn ihr einfach nur schreibt, ja, wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. So, ich mag es, dass wir hier das Dach auch noch ein bisschen kaschieren und verdecken. Ihr wisst ja, so ein kleiner Fetisch von mir, dass ich nicht will, dass man das Dach von innen sieht. Wenn man das so nennen kann, ist vielleicht nicht die treffendste Beschreibung dafür, aber naja. So, zack, 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 zack. Und jetzt hier nochmal und dann haben wir es geschafft. Sehr schön, Leute. Gut, dann würde ich... Ach, warte, eine Sache... Sorry, Leute, ich weiß, ich komme hier immer wieder auf neue Ideen, aber es gibt immer eine neue Folgeaufgabe, die sich dann hierdurch ermöglicht. So, wir machen hier, glaube ich, ein Fenster rein. Und das zwar auch wieder mit der Vertiefung. So, ist jetzt gerade dunkel draußen, deswegen ein bisschen schade. Zeitumkehrer, ahoi. Ach so, und eine Sache fällt mir auch gerade auf. Och, aua, aua, aua. Wir hängen jetzt... Oh, nee, 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 nee. Von außen muss das auch schön aussehen. Dann machen wir es lieber so, dass wir das Fenster da reinknallen. Dann sitzt das... Aua, mittig. Och, nee. Nee, gar nicht cool. Ich will da wieder rein... Lass mich rein. Dankeschön. Aua, 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 aua. Aua. Ja, okay. Gut, das hätten wir. Gut. Gut, Knut. Das bedeutet, wir machen jetzt das hier wieder zu. Und dann machen wir das Fenster hier so rein. Dann sitzt das nämlich auch etwas schöner.
Und genau, so, dann einmal da eine Treppe, Half Slabs haben wir auch dabei, sehr schön, dann einmal Zeitumkehrer, ahoi. So, von hier unten kann auch keiner hier mal eben reinspringen, das heißt, das müssen wir auch nicht direkt absafen. Und dann haben wir da oben ein Crafting Table, was macht das denn da? So, dann haben wir hier erstmal ein schönes kleines Fenster, um für ein bisschen mehr Tageslicht zu sorgen. Genauso wie wir das natürlich auch hoffentlich jetzt hier bald bauen. Müssen wir auch mal gucken, ob wir hier gute Fenster reinknallen können. Oh mein Gott, ja, das können wir. Oh mein Gott, ja, ist geritzt, Leute. Gut, also, ich glaube, man kann schon sehen, das hier wird ein schöner Bereich. Und ich bin auch sehr, das machen wir übrigens hier dazu, bin auch schon sehr gespannt, wie das dann hier fertig aussehen wird. Vielen Dank an alle, die sich die Folge bis zum Ende angeschaut haben. Und auch ein riesen Dankeschön an alle, die nicht vergessen, jetzt einen Daumen nach oben da zu lassen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Thema in die Kommentare. Und abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.